Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich zwei Mystery Boxen und beziehungsweise eine Mystery Box und eine Mystery Bag von Beauty Bay für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zum einen habe ich die Made by Mitchell Mystery Bag bestellt und die Sample Beauty Mystery Box, die ich jetzt hier schon mal geöffnet habe, aber noch nicht wirklich reingeguckt habe. Die Made by Mitchell Mystery Bag müsste es noch geben. Für die, oder Mystery Bundle, für die habe ich 34,60 Euro bezahlt und die soll irgendwie einen Warenwert von 86 Euro blub haben. Und bei Sample Beauty habe ich 29,75 bezahlt. Keine Ahnung, was die an Warenwert haben sollte. Das habe ich mir leider nicht notiert. Vielleicht komme ich da noch irgendwie in der Desktop-Version drauf, dass ich das nochmal anschauen kann, denn die ist leider nicht mehr verfügbar. Aber es gibt immer wieder Mystery Bundles, Mystery Boxen, sowohl von Marken, also quasi Made by Mitchell oder Sample Beauty oder Jeffree Star gibt es tatsächlich auch aktuell noch. Oder es gibt halt auch so von bei Beauty Bay selber diese Mystery Boxen. Schaut da einfach gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, da heiße ich claudiswelt_. Da teile ich sowas einfach super gerne in der Story, um euch darauf aufmerksam zu machen. Ich würde sagen, dass ich jetzt einfach mal mit der My Favorite Mystery Bag von Made by Mitchell anfange. Ja, da sind schon mal am Anfang hier Blushes drauf abgebildet und fliegende Make-up-Schwämmchen. Extrem süß, ne? Und ja, you've got mail. Richtig geil gemacht. Und ich krieg's nicht auf. Ja, das ist ein Luftpolsterumschlag, der sehr gut zugeklebt ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Produkte habe ich hier drin. Bunte Produkte. Da habe ich einmal Swirl Kit, Swirl Solution and Me 12 Brush. Ist das ein Pinsel einfach? Okay, ja, möglich, ne? Es ist wunderschön von der Verpackung her. Und wir haben ein Pinsel und was ist das? Swirl Solution. Was ist eine Swirl Solution? Mixing Medium. Hä? Aha. Kann man damit dann vielleicht Lidschatten als Liner auftragen, denn das ist wirklich so ein cooler Liner-Pinsel, der einen hier abstehen hat. Ihr merkt, ich bin gerade nicht so super, yay! Und dann halt hier dieses Produkt, was nicht nur Wasser beinhalten soll, weil hier hinten steht drauf Wasser, Alkohol, PVP, keine Ahnung, Glycerin, Glykol und so weiter und so fort. Ich gucke das mal eben nach, was das sein soll. So, ein Produkt, das Puder in Gel- und Flüssigprodukte verwandelt. Die Swirl Solution von Made by Mitchell verändert dein Make-up-Programm von Grund auf. Mit dieser innovativen Formel kannst du deine Puderprodukte in gelförmige oder flüssige Konsistenzen verwandeln und so Liner, Gele und Cremeprodukte herstellen. Aha. Jetzt kaufen, danken kannst du und später auch interessant, ne? Ja, eine Bewertung mit einem Stern kann ich nicht empfehlen. Das Produkt funktioniert nicht, wie es soll, ist total unnützlich. Soll angeblich Powder in Flüssig oder Gel verwandeln, hat überhaupt nicht geklappt. Oh, Didi, vor 3 Monaten, hat sich nicht ganz so darüber gefreut. Muss ich mal ausprobieren. Ich mag es ja auch mal ganz gerne, so ein bisschen fancy-pansy-Sachen auszuprobieren. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal direkt die ganzen Pinsel an. Dann habe ich hier den MF4. Oh, sowas mag ich. Das ist ein festgebundenerer Pinsel, der aber so schräg ist. Den kannst du sicherlich verwenden, um Foundation aufzutragen. Um auch hier die Blushes halt zu verblenden hier. Ne? Natürlich, der Coolio. Und ich mag die Farbe. Das ist voll mein Vibe. Mag ich gerne leiden. Den finde ich großartig. Da freue ich mich drüber. Der nächste Pinsel, den ich herausziehe, ist dieser hier. Auch den finde ich schön. MF wirklich? 2. Das ist ja im Prinzip wie ein zusammengedrückter Highlighter-Pinsel, ne? Ja, aber auch sowas finde ich schön. Da kann man wirklich intensiv highlighten oder unter den Augen abpudern oder dezent blushen, gezielt konturieren. Ja, okay, auch ein schöner Pinsel. Fahre ich mit, ne? Dann habe ich hier noch, ne, 3 Sachen tatsächlich drin, Gott sei Dank. Einmal habe ich hier Blush, Hollow There ist das, ein Liquid Blusher, wobei, wenn ich mir hier die Farbe angucke, sieht das mir eher nach einem
Bronzer aus auf den ersten Blick. Okay. Schaut einmal so aus. Ich habe ja von Purish auch schon mal den einen oder anderen zugeschickt bekommen. Das ist aber ein Bronzer. Den werde ich mal ausprobieren, ne? Es scheint aber vom Ton her sehr, sehr schön zu sein. Ich hoffe nur, dass es nicht einer von denen ist, die sich einfach wegblenden und man sieht ihn nicht. Das wird aber ausprobiert. Oh, noch ein Blush. Cold Heart. Cold Heart, ein kaltes Herz. Oha. Jausen, das ist ein krass kühler Blush. Aber richtig krass. Richtig krass. Ein richtiges Pink ist das. Doch, das mag ich aber gerne. Rosa Pink. Riecht nach frisch gewaschen. Ganz angenehm eigentlich, ne? Das ist schon, das geht wohl. Okay. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Was bist du? Beam. Party Pearls. Oh, das wird dann wahrscheinlich ein Highlighter sein, oder? Beam heißt. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja. Wie viel groben Glitzer möchten Sie? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so ein Peach-Ton. Und mal gucken. Ja, da ist der Fokus. Jetzt seht ihr auch die groben Glitzerpartikel, ne? Eieiei. Ich weiß nicht, ob man das auch... Nee, Lipgloss. Das ist witzig. Okay. Lipgloss finde ich cool. Hat auch eher so keinen Geruch. Ich habe jetzt einen drauf. Ach komm. Ich möchte den ausprobieren. Dann muss ich den hier einmal abnehmen. Ne? Jetzt schauen wir. Ein bisschen was auftragen kann man ja mal. Als Highlighter wäre der, glaube ich, auch zu heftig gewesen. Oh. Mhm. Der macht schön weiße Zähne. Boah. Das ist cool. Das ist cool. Ne? Ja. Ne? Mag ich. Also das ist auch toll. Okay, eine interessante Box. Na gut, ja. Natürlich kann er hier keine Palette reinpacken, ist klar, ne? Und ich habe ja auch schon schöne Paletten von ihm. Keine Frage. Hat die Box sich jetzt mega krass oder die Bag für mich gelohnt? Geht so? Na, gucken wir jetzt mal bei Sample Beauty rein. Vielleicht geht hier die Party etwas mehr ab. Da bin ich schon mal geflasht davon, dass es einfach so groß ist, ne? Ja, die Größe ist manchmal dann doch etwas ausschlaggebend für das Wohlbefinden eines Menschen. Okay, hier habe ich schon wieder so ein flüssiges Ding. Also ich habe definitiv hier recht viele Produkte drin, das sehe ich schon mal. Setting Spray and Mixing Liquid, da habe ich schon wieder so ein Mixing-Vieh. Was wollen die denn alle mit dem Mixen? Mixen, was soll ich denn mixen? The lightweight and innovative formula means that cracking is a thing of the past. Okay, es gibt kein Cracking. Matte Pigments mixed with the liquid should have a dessert cream consistency. Whereas glittery pigments mixed with a liquid should have a thicker paste-like consistency. Consistency. Okay, also du kannst dir damit entweder so eine Dessertcreme machen mit matten Viechern oder eine pastenartige Konsistenz, wenn du das mit Schimmergeschichten mischt. Oder du verwendest es einfach als Setting Spray, was mehr so meine Welt wäre, um ehrlich zu sein. Dieses Ganze, ich bin da nicht so Fan von. Ich habe schon Liner-Paletten, mit denen ich auch gerne arbeite, ne? Auch so von Suva Beauty zum Beispiel. Da weiß ich, dass sie dafür auch gemacht sind und dann verwende ich das auch gerne so. Aber ich würde jetzt nicht so gerne meine Lidschattenpaletten nass machen. Das war ja auch mal eine ganze Weile so Trend und alle haben damit ihre Lidschattenpaletten zerstört. Bin ich nicht so Fan von. Dann habe ich hier noch so ein Punktding und zwar ein Infinity in One Beauty Gel. Das sind so aufregende Sachen, Leute. Das kenne ich nicht. 15 ml haben wir drin. Das sieht wunderschön holographisch aus und da möchte ich auch jetzt mal nachgucken, was das sein soll. Ich glaube, dass auch genau deswegen solche Produkte halt in diesen Boxen drin sind, weil die Leute sich darunter nicht so viel vorstellen können und die deswegen dann vielleicht nicht so kaufen. Ein vielseitiges Beauty-Gel, das perfekte Allrounder-Produkt für dein Kosmetiktäschchen. Das Sample Beauty Infinity in One Beauty-Gel kann auf unendlich viele Arten verwendet werden. Von Gesichtsgrundierung bis hin zu transparenter Pomade für die Augenbrauen. Okay, zu weiteren Anwendungsbereichen zählen Lidschattenbasis, Mischflüssigkeit für Pigmente, straffendes Augengel oder Grundlage für Highlighter. Das transparente Gel ist das ultimative Produkt für Kosmetiktaschen, die schon aus allen Nähten platzt. Dann habe ich hier
Liquid Eyeshadow matt. Ja, Liquid Eyeshadows werden nicht unbedingt bei mir bleiben, weil ich da einfach nicht so mit um kann. Ne? Master, das ist so ein richtiges Gelb, ist wunderschön. Und das kann man halt auch super als Liner wahrscheinlich verwenden. Aber sowas verwende ich halt einfach nicht. Da bin ich ehrlich, ne? Das ist nicht ganz so meins. Da habe ich hier noch einen von, glaube ich. Gliss Glue. Nee, Super Strong. Gliss Glue is a long-lasting waterproof glue that may be used to apply pigments, false lashes, glitter and beyond. Okay, damit kannst du dann false lashes, also falsche Wimpern, auch festkleben. Das ist ein Kleber. Wahrscheinlich halt auch ein bisschen wie so eine, wie der NYX Glitter Glue. Das werde ich mal ausprobieren. Ob ich das als, ja, als Glitter Glue oder als Cut Crease Produkt tatsächlich verwenden kann. Sowas finde ich schon wieder interessant, weil ich das auch vermehrt jetzt verwendet habe, ne? Dass ich, also gerade mein NYX Glitter Glue habe ich in letzter Zeit rauf und runter verwendet. Dann habe ich hier Liquid Eyeshadow Matte. Okay, das ist jetzt noch einer. In Blau, auch eine schöne Farbe. Vigour. Vigour. Weiß ich nicht, irgendwie so, ne? Passt auf jeden Fall zu meinem Nagellack. Wobei da, eher zu dem hier. Genau. Ja, nee, nichts für mich, ne? Aber ich sehe hier auch schon, dass ich definitiv hier auch eine Lidschattenpalette drin habe. Das lässt mein Herz natürlich jetzt auch schon höher schlagen, muss ich sagen, ne? So, dann kann ich die beiden nämlich zur Seite packen, weil die werden safe nicht bleiben. Monos habe ich hier drin, die kommen in den Mono-Lidschatten-Adventskalender, den ich packe für das Ende des Jahres. Whole Meal habe ich hier einmal so einen matten Ton drin, so einen Beige-Ton. Dann Dory, das ist ein ganz toller ganz bläulicher lila Ton oder ein lilafarbener Blauton, man weiß es nicht. Ein richtig, richtig, richtig toller Schimmerton, metallisch überhaupt, also richtig hübsch. Night Shift, also zieht euch den mal rein. Der sieht extrem schön aus, ne? Aber ich verwende halt solche Produkte nicht unbedingt. Ich hatte jetzt letztens von Odin's Eye so eine Mystery Box, ja, es ist die Zeit der Mystery Boxen, Leute, bestellt. Und da war tatsächlich auch sowas mit bei. Da habe ich gesagt, komm, die behalte ich und kaufe mir dann wahrscheinlich den Rest der Palette zusammen. Aber mein innerer Monk weint leider und sagt, ich kann keine Monolidschatten haben. Das ist nicht meine Welt, Leute, bin ich ehrlich, ne? Gut, so, einen habe ich noch. Was ist das? Noch ein Liquid Eyeshadow in Matt. Läuft. Ja, also wenn man keine Liquid Eyeshadows mag, dann ist man hier jetzt so ein bisschen, aber das ist halt auch so ein bräunlicher Ton oder ein Braun, ne, so ein Schokobraun. Ja, ja, kann man machen. Ich denke auch, dass da Leute Bock drauf haben könnten und das tierisch feiern ich jetzt einfach nicht. So, das ist das, weswegen man sowas kauft, ne, weil man hofft, dass da schön die Lidschattenpaletten drin sind. Das freut einen doch. The Immensity Palette, also eine immense Palette offensichtlich. Das sind ausschließlich matte Töne. Der eine Blauton hat einen leichten Schimmer mit drin und auch der Colossal, also dieser lila Ton. Oh Mann, das macht es mir nicht leicht, ne? Also wirklich schöne Farben. Aber ich muss gestehen, ich bin kein Fan von matten Tönen. Also ich brauche halt irgendwie was Schimmerndes mit drin. Das heißt, das hier wird dann wahrscheinlich auch nicht bei mir bleiben. Ah, also ja, Mystery Boxen, das ist halt echt Glücksspiel, ne? Man kann es nicht anders sagen. Und dann habe ich die Blooming Lovely Palette. So, die soll jetzt bitte einfach mal richtig genial sein und sich einfach lohnen, sodass ich jetzt nicht denke, Claudi, was hast du da wieder für einen Mist gekauft? So nämlich. Sehr schön. Ich habe, glaube ich, noch gar keine Sample Beauty Palette. Hier habe ich jetzt eine, da sind sehr wenige Schimmertöne drin. Also wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich. Nur 6 Schimmertöne sind hier drin enthalten. Und wir haben hier 28 Töne insgesamt drin. Das ist ganz schön wenig, ne? Aber ja, werde ich mal ausprobieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe das noch nicht ausprobiert, aber es sieht so aus, als wären das satte Farben. Bin ich, ja doch. Das sind auch schöne Töne, auch außergewöhnliche, ne? Also das ist ein etwas anderes Grün mal. Generell die Grüntöne gefallen mir gerade hier sehr, sehr schön. Da bin ich gespannt. Mal schauen, ob das halt auch gegen bei Beauty Bay Qualität anstinken kann, weil da muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch eine Lidschattenpalettenqualität gefunden, die mir echt sehr zusagt und die ich immer wieder empfehlen kann. Aber gut. Sample Beauty wird auch ausprobiert. Davon behalte ich jetzt wirklich gar nicht so super viel.
Ach, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich werde, wenn wieder Mystery Boxen rauskommen, sicherlich nochmal zuschlagen. Ja, das war es jetzt auch hier von mir und meinem Double Unboxing der beiden Mystery-Geschichten von Beauty Bay. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!